Heute werden wir Pinsel waschen, und zwar mit dem LAO. Das ist ein pH-hautneutraler und seifenfreie Waschlotion, die man super zum Händewaschen verwenden kann, auch zum Duschen. Gerade wenn man einfach zu trockener oder zu Neurodermitis neigender Haut neigt. Optimal ist hauptsächlich, ja, riecht eigentlich fast nach gar nichts. Ich verwende es eben auch, nicht nur, aber unter anderem eben auch zum Pinselreinigen. Und genau, los geht's, hätte ich gesagt. Die Pinsel wollen wieder verwendet werden. Ich habe mir hier den LAO abgefüllt in so einem kleinen Würfel, damit ich den auch besser handhaben kann. In so einer 1 Liter Flasche ist es einfach zu viel. Jetzt nehme ich mir auch meine Pinsel, die ich eben reinigen will. Ich arbeite damit eben im Gesicht von Kundinnen oder von mir selber. Und das sollte es einfach gepflegt sein und sauber sein. Und lege ich mir jetzt immer so einen Rand hin. Und gekauft habe ich mir dann bei DM oder Rossmann oder wo auch immer in der Drogerie so ein Wattepad, sag ich schon, so ein Gummi-Silikon-Pad, was ich eben, wo ich hier hinten reinschlupfen kann. Und dann mache ich dann eben ein bisschen feucht. Nehme jetzt dann zum Beispiel auch einen Pinsel und mache hier dann eben einen Tropfen LOO drauf. Das muss echt nicht viel sein. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist es natürlich schon relativ nass, aber ich habe jetzt hier echt nur einen Tropfen drauf und werde den jetzt auch ein bisschen mit kaltem Wasser anfeuchten und gehe hier einfach drüber und reinige das jetzt satt. Richtig, und hier sind verschiedene Strukturen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt gründlich einarbeiten. Und spüle es dann erstmal grob mit Wasser aus, um zu sehen, wie ist das Ergebnis schon. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nochmal ein bisschen drüber. Und spüle es jetzt komplett aus mit dem Wasser. Ja, okay, man sieht hier, ist noch ein bisschen Farbe raus. Das heißt, es ist noch nicht ganz perfekt. Einfach nochmal drüber. Und jetzt ist das Wasser sauber. Genau. Jetzt nehme ich meinen Stielkamm. Meinen Stielkamm. Und bürste einfach. Und bürste einfach die Haare wieder in Form. Damit der einfach die schöne Form behält und legen dann jetzt einfach zum Trocknen sozusagen. Und das mache ich jetzt mit allen meinen Pinseln. So, ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Die Spitzen sind wieder mega weiß, so wie man sich's wünscht, fast wieder wie neu.
Erzählt mir doch mal in den Kommentaren, wie oft reinigt ihr eure Pinsel? Einmal die Woche, öfter, später? Mal, ich kann euch sagen, ich war schon bei Kunden, die haben gesagt, die haben ihr Pinsel noch nie gewaschen. Da will man sich gar nicht vorstellen, was da eigentlich auf dem Gesicht keucht und fleucht. Und was der Pinsel so mit sich schleppt. Nehmt euch auf jeden Fall die Zeit zum Pinselreinigen. Das ist das A und O, das tut eure Haut auch gut. Wollt ihr wissen, welche Pinsel ich alles habe, dann stelle ich die euch gerne mal vor. Und wie viel Pinsel habt ihr denn zu Hause? Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.